Hallo Leute, diese Woche wieder eine neue Folge der Design Dash News. Ich möchte euch diese Woche zeigen, wie man Text aus allen Bildern rauskopieren kann, dann möchte ich euch die besten Quellen für gratis Stockfotos zeigen und euch ganz, ganz viele Tipps für Sketch geben. Das und vieles, vieles mehr, diesmal bei den Design Dash News. Zuerst möchte ich euch die neue Version von GuideGuide vorstellen. Für alle, die GuideGuide noch nicht kennen, ist es ein Photoshop-Plugin, mit dem man alle möglichen Raster erstellen kann. Also genau wie man es möchte, ob es ein 4er, 8er, 12er Raster ist. Man kann alles einstellen, genau wie man es möchte, horizontal und vertikal. Und das funktioniert alles mitsamt der Hilfslinien und diesem Photoshop-Plugin. Jetzt ist eine neue Version erschienen und es wurden zahlreiche Verbesserungen gemacht. Zum Beispiel wurde das gesamte UI überarbeitet und man kann jetzt Sets schneller erstellen und die auch exportieren und importieren, was ich eine sehr, sehr gute Funktion finde, falls man Vorlagen erstellt hat, die man einem Kollegen oder wem auch immer weitergeben möchte. Und es wurde auch eine eigene Syntax entwickelt, also für die absoluten Rasterfreaks. Man kann jetzt mit so einer Art Programmiersprache, kann man sich Raster erstellen, exakt wie man es möchte. Völlig irre, aber sehr, sehr cool. Das einzige Problem ist, dass die neue Version jetzt bei mir noch absolut nicht stabil läuft, also alle paar Sekunden stürzt das Ganze ab. Ich hoffe, bei euch läuft es stabiler. Falls ja, würde mich sehr interessieren, wie eure Systemvoraussetzungen sind, also welche Mac-Version ihr habt und welche Photoshop-Version ihr habt, also woran es liegt, dass es nicht bei mir stabil läuft. Ich werde auch noch an den Support ranschreiben, aber die Veränderungen sind auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich freue mich schon sehr darauf, wenn das Ding stabil ist. Die sagen auch selbst, dass es noch in der Beta-Phase ist und deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Ich hoffe, für euch funktioniert es. Falls es nicht perfekt läuft, probiert auf jeden Fall die alte Version aus, weil die ist auch schon mega, mega cool und nützlich. Jetzt möchte ich euch das Project Naphtha vorstellen. Das ist ein Chrome-Plugin, von daher hätte es am besten in das letzte Video gepasst. Da war das aber noch nicht raus, nämlich in das Chrome-Plugin-Special. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal irgendwo. Und mit Project Naphtha kann man aus jedem Bild, das man im Internet findet, den Text rauskopieren, also direkt im Browser einfach den Text, der auf dem Bild ist, markieren, rauskopieren, fertig. Und es funktioniert extrem gut. Ich bin sehr überrascht und es ist natürlich äußerst nützlich. Also das einzige Ding ist, dass man eventuell die Sprache vorher einstellen muss. Also wenn es jetzt normalerweise ist auf Englisch auf Default eingestellt und wenn es zum Beispiel ein deutscher Text ist, macht man Rechtsklick aufs Bild und dann kriegt man eine Sprachauswahl und stellt es dann auf Deutsch ein. Und da sind viele verschiedene Sprachen und es funktioniert erstaunlich gut. Jetzt möchte ich euch die Seite perfecticons.com vorstellen. Und auf dieser Seite ist ein Icon-Generator zu finden. Man kann hier für verschiedene Social-Media-Kanäle Icons aussuchen und auch zum Beispiel das Apple-Logo, Microsoft-Logo, Xbox-Logo, also noch viele weitere Sachen außer Social Media. Und man kann hier zum Beispiel die Eckenabrundung einstellen des Icons, also man kann ein komplett rundes Icon machen oder komplett eckig oder was dazwischen. Man kann die Größe einstellen, man kann die Farbe einstellen, also man kann wirklich alles genauestens einstellen, Hover-Effekte und so weiter. Und am Ende kann man sich das Ganze als Icon-Font und auch als HTML und CSS-Code ausgeben lassen. Und ich hätte das schon häufig gebraucht für verschiedene Projekte, weil man sucht sich immer die Icons zusammen und ja, die sind unter Umständen nicht aus einem Guss und wenn man es denn gefunden hat, dann kann man das ja nicht in jedem einzelnen Projekt immer wieder benutzen. Oder zum Beispiel möchte man eben jetzt mal das Ganze auf einem eckigen Hintergrund oder auf einem runden Hintergrund. Und dann muss man es immer wieder neu suchen und jetzt weiß man einfach, wo man alle möglichen Sachen immer findet und sich die genauso definieren kann, wie man sie möchte. Also eine sehr nützliche Sache, perfecticons.com. Jetzt möchte ich euch die iPhone-App Marvel vorstellen und mit Marvel kann man Skizzen, die man von Hand gemacht hat, also von Webseiten und Apps und so weiter, kann man abfotografieren und die Buttons und Links und so weiter verlinken mit anderen Fotos von solchen Skizzen. Also man kann manuelle und analoge Prototypen erstellen, wenn man so möchte, einfach nur mit Skizzen und dieser App. Absolut coole Idee. Funktioniert wohl auch sehr genial. Ich kann es leider nicht ausprobieren, da ich kein iPhone habe, aber es ist kostenlos. Ich hoffe, es kommt auch für Android raus und die Idee ist einfach klasse. Jetzt möchte ich euch noch eine Liste vorstellen, die ich erstellt habe, nämlich eine Liste mit Quellenangaben für gratis Stockfotos, also verschiedene Seiten, wo ihr Stockfotos findet, die ihr einfach verwenden könnt, in der Regel unter einer CC 3.0 Lizenz, das heißt, ihr müsst höchstens irgendwo eine kleine Quellenangabe oder so angeben. Aber sie sind alle kostenlos und auch für kommerzielle Projekte geeignet.
Ich bin einfach dazu gekommen, weil mich die Standard-Stock-Fotobörsen langsam ziemlich nerven, weil die Qualität extrem abgenommen hat. Und wenn man mal ein gutes Bild gefunden hat, dann kostet das in der Regel über 100 Euro. Und die wenigen Startups oder die wenigsten Startups oder kleine Projekte können sich das wirklich leisten. Selbst wenn das Bild 100 Euro wert ist, was ich ja gerne glaube, weil es einen hohen künstlerischen Anspruch hat. Aber die wenigsten können sich das leisten. Und deshalb habe ich diese Liste erstellt mit den besten Quellen für gratis Stockfotos. Das Ganze verlinke ich hier oben gerne nochmal und unten in der Description auch. Das ist eben auf designdash.de zu finden und ich hoffe, ihr findet ein paar nützliche Sachen. Nach der letzten Folge der Designdash News haben mich einige Leute darauf angesprochen, wie man denn so reinkommt in Sketch 3. Also wie man dann am besten wechseln kann von Photoshop in Sketch, um dann einen vernünftigen Workflow zu kriegen. Und ich selbst habe ein bisschen recherchiert und habe jetzt die besten Links zusammengestellt. Also mit einer vernünftigen Anleitung und auch verschiedenen Ressourcen, also Templates, die man in Sketch ohne Probleme benutzen kann. Und auch eine Liste von allen Shortcuts, die es in Sketch gibt. Also sehr nützliche Sachen. Das Ganze habe ich auch auf designdash.de hochgeladen und verlinke ich euch gerne hier oben und auch nochmal unten in der Description. Und ich hoffe, ihr findet nützliche Sachen, um besser mit Sketch klarzukommen. Das war's auch diese Woche mit den Designdash News. Ich freue mich über jeden YouTube-Abonnenten. Ich freue mich auch über jeden Besucher auf designdash.de. Mittlerweile ist Designdash auch auf allen Social-Media-Kanälen zu finden, wie Facebook, Twitter und Google+. Und da poste ich auch täglich neue Tools und Plugins, die einfach nicht reinpassen, weil es sonst viel zu viel werden würde. Und zum Beispiel sind auch ein paar lustige Sachen dabei, wie zum Beispiel das Spiel 2048, was ja im Internet kursiert in sämtlichen Variationen. Das kann man jetzt auch in Photoshop spielen, in einem Photoshop-Panel. Also auch solche kleinen Sachen poste ich da und da freue ich mich über jeden Follower. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Designdash News.